Oh Gott. Geht direkt los. Nee, nee, so nicht, Freunde. So nicht. Erstmal heilen. Ach so, ich habe jetzt Sucker Rose drin, ne? Die ist jetzt auch nicht mehr so schwach. Komm, wir probieren es mal mit Sucker Rose. Wir probieren es mal mit Sucker Rose. Einfach mal probieren. Das ist die Animo-Hypostase, ne? Hydro. Nee, Animo. Nee, Hydro. Ach, ich weiß ja auch nicht. Mit Kleeping ist einfach am meisten aktuell. Ja, ich muss noch Fischl reinholen. Also Fischl und Klee machen hier momentan so den meisten Damage. Also Ulti bringen leider nichts bei der Hydro-Hypostase. Klee Ulti schon, weil die verfolgt. Aber so Ganju zum Beispiel nicht. Moin Moin. Boah, das ist aber auch frisch, die Mord. Eins. Zwei. Drei. Okay, es sind nur drei. Sehr gut. Oh, sogar ein Dreier, sehr geil. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, wir brauchen davon einige, ne? Also Hydro und Hypo. Ne, Hydro und Animo. Davon brauchen wir auf jeden Fall einige. Was haben wir hier? So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall Fischl mit, weil Fischl macht relativ viel Schaden gegen Animo. Sucker Rose haben wir immerhin schon auf 70, das ist schon mal sehr gut. So, dann gucken wir mal gerade. Also, wir brauchen. Ja, nicht einschlafen. So, also wir brauchen Vanilleschoten und noch 12 Animo. Für Level 80.
Also die müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich farmen. Wenn wir sie auch auf Level 90 bringen wollen. Und für Kukumi brauchen wir einfach ganz viele von den Anime-Hypostasen. Also die ganze Zeit hin und her. So viel es geht. So viel es geht. Kann es doch nur ein Jahr, habe ich mir schon. Irgendwie hatte ich diese Begrenzung irgendwie im Kopf. Deswegen hatte ich gestern so überrascht gefragt. Aber einer reicht auch. Also zumindest jetzt für unsere Zwecke hier. Weil der hier ist ja relativ nah dran. Da kann man relativ schnell hinfahren. So, wir müssen auf jeden Fall unser ganzes... unsere ganze Aufladung... können wir heute verballern. Alter, das war auf jeden Fall viel Damage. Halb tot nach dem ersten Mal öffnen. Das ging auf jeden Fall schneller wie gestern. Warum auch immer? Ich kann es euch nicht sagen. Bitte komm! Komm, geh auf. Wenn das immer so schnell geht, dann nehme ich es auf jeden Fall mit. Okay, also. Die hier brauchen wir, um das Große herzustellen. Und die hier brauchen wir auf jeden Fall 12, wahrscheinlich noch 24 Mal, ne? Für Level 90. Also wir machen heute nichts anderes. Einfach Hydro und Anime-Hypostase. Die nächsten Tage können wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir die Legenden-Quest alle machen. Dann nehme ich auf jeden Fall noch ein paar Champions die Legenden-Quest offen. Und die machen wir auf jeden Fall auch noch. Das bringt schon echt gut Schaden, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Ich verstehe diesen Angriff dann nicht so wirklich. Hey!
Nice. Okay, wir haben ursprüngliches Harz, haben wir auf jeden Fall irgendwie noch so 20 Aufladungen oder so. Also da lohnt sich auf jeden Fall, weiter dran zu bleiben. Dann können wir nachher die Sachen, die uns noch fehlen, schmieden. Dann haben wir Kokumi heute auch. Haben wir gestern Ganju auf 90 bekommen. Heute Kokumi. Und danach Sakurose. Und dann gucken wir mal, wie wir danach noch farmen können. Für Sakurose brauchen wir auf jeden Fall noch Artefakte. Das heißt, da kann man auf jeden Fall auch noch einiges investieren die nächsten Tage, Wochen. Dann haben wir noch die Legendenquest offen. Können wir uns auch noch mit beschäftigen. Also viel zu tun. Kepa, warst du, habt ihr schon, also seid ihr komplett durch mit allem? Habt ihr noch irgendwas offen davon? Ah, shit. Habt ihr von den Main Quests da noch irgendwas offen? Also so Weltaufträge oder Legendenquests oder sowas? Okay. Also warum auch immer, geht es halt gefühlt schneller. So, nochmal drei, sehr schön. Sehr schön, so mag ich das. Was ist das hier eigentlich? Ansehen für neuer Ansehenauftrag. Komm, die beiden müssen wir mal gerade kurz einsammeln, damit wir diese Meldung da wegbekommen. Neue Ansehensbelohnung, ne? Was haben wir denn hier gemacht? So, dann haben wir in Lia auch irgendwas gemacht, irgendwas erreicht. Keiner weiß was, aber irgendwas. Da ist nämlich auch noch eine Legendenquest. Noch eine. Oh, sorry. Wie ist er sich wegduckt? Wie geil. Das können wir auch mal noch einsammeln hier. Inazuma mit Kuchusara. So.
Okay, da haben wir die Welterkundung auf 60%. Ah ne, da war noch was. Sehr stark. Das war schon bei. Okay, 60%. Wegen den ganzen Quests, okay. So, was haben wir hier noch? Arbeitete Zutaten. Die Romane noch ab. Damit man hier ein bisschen Ordnung reinkommt. Sehr gut. Geschmiedete Objekte. Schon was schmieden lassen? Jäger kann man auf jeden Fall übelst trollen. Man braucht auch ein bisschen Glück dabei. Aber das macht schon echt Bock. So, Bitten der Bewohner. Ne, das machen wir jetzt nicht. Weiter geht's. Also, wir haben hier noch 27 mal 60, ne? Das sollte auf jeden Fall für die beiden Charaktere reichen. Also, Animo sowieso. Ne, Hydro sowieso. Animo müssen wir gucken. Wie viel wir da noch für Sakuros brauchen auf Level 90. Es gibt da bei dem Event so ein Level, da kannst du dich hinter so einem Haus verstecken. Das war auch mega asozial. Okay, sehr guter Stein. Ja, ich weiß nicht genau wo, aber da habe ich mich einfach in das Haus versteckt und obwohl er mich aufgedeckt hat, hatte er keine Chance, mich zu finden. Warum geht das so schnell? Warum bin ich plötzlich so stark? Gestern ging das doch auch nicht so schnell. Ich meine, ich will mich nicht beklagen, ne? Nochmal 3 Schmetterlinge, sehr stark. So gelobe ich mir das. So ist schön. Okay, der tragbare Punkt ist auf jeden Fall ein Geschenk des Gottes. Oder der Schmiedekunst. Yay! Yoisha!
Ja, wenn nicht 5, dann auf jeden Fall 2, also. Also für mich ist er natürlich jetzt hier absolut perfekt. So, warum bekomme ich jetzt hier so Schaden bekommen? Darf ich hier nicht stehen bleiben, hä? Okay, jetzt habe ich schon echt den Dreh raus mit den. Oh, nochmal 3. Sehr, sehr cool. Muss man echt aufpassen, dass wir hier nicht zu viel farmen, ne? Also zu viel kann man sowieso nicht farmen, aber. Was soll man hier? So, Kokomi braucht noch 5. Und wir brauchen noch 3 von den großen Eiern. Okay, noch 5. 5 mal Animo. Also 5. Wir gucken gleich mal, ob wir den Rest schmieden können. So, für Kokomi brauchen wir, glaube ich. Also für Kokomi haben wir noch keinen Gear gefarmt. Und für Sakura sowieso noch nicht. Das wären dann quasi Daily-Sachen, ne? Wenn wir unsere Hearts aufgebraucht haben, können wir Daily quasi Dailies machen, in die ganzen Dungeons gehen, um das Gear zu farmen. Und wenn das erreicht ist, ist der Tag quasi auch rum. Nein, warum stirbt immer Klee? Grad Klee. Nein! Das war unlucky. Aber Wasser und Blitz gehen auch. Okay.
die aber jetzt hier auch nicht direkt untergeht, ne? Dass sie quasi noch einmal wiederkommt. What? Okay, Klee hat echt. Klee hat wirklich gelitten. So, nochmal drei ist sehr geil. Das Glück ist heute mit auf jeden Fall auf unserer Seite. Was Klee angeht, nicht. Was? Neuer Auftrag? Was ist neuer Auftrag? Ach du lieber Gott. Was haben wir denn hier? Wo kommen die denn plötzlich her? Ne, wir machen jetzt noch zweimal die Annehmung-Hypostase. Okay, das Tantara wird sich geht dann quasi jeden Tag weiter, oder was? Jeden Tag kommt die Quest quasi neu. Hydro, Animo, Mensch, beide halt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hörst du auch zu heilen? Hier ist irgendwie ein bisschen angenehmer wie die Anime-Hypostase. So, sehr stark. Nochmal drei Tränen. Das heißt, wir brauchen die jetzt auf jeden Fall nur noch einmal. Die Hydrohypostase, richtig? Ab zum Windblickgebirge. Also wir machen Kokumi heute auf jeden Fall auf 100, auf 90, sorry, auf 100 sage ich schon. Und dann machen wir die Weltaufträge noch weiter. Die wollen wir auf jeden Fall nicht schleifen lassen, sonst haben wir wieder 500 Stück und wir hängen wieder hinterher. Mir war nicht bewusst, dass das alles so Folgeaufträge sind, die jetzt nach und nach wieder reinkommen. Aber hat sie ja schon geschrieben, dass man mit dem Ofen ein bisschen was zu tun haben in den nächsten Tagen, ne? Oh, das war close.
Immer bekommt Klee alles ab. Wäre ich Klee, hätte ich schon gekündigt. Einfach gekündigt. Einfach gesagt, ne, die Scheiße, ja, kannst du echt alleine machen. Ich werde immer ohnmächtig wegen dir. So, die Animo-Hypostase richtig besiegt. So. Jetzt gehen wir das letzte Mal die Hydro-Hypostase machen. So lange, bis ich es einwandfrei kann. Bisschen nicht mehr verwechsle. Oh, es war ein bisschen schnell anscheinend. Das war ein bisschen schnell anscheinend. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Kann man hier warten? Ah, jetzt ist wieder da. Sehr gut, sehr gut. Och, Klee. Die Arme, ey, der kriegt echt nur ins Gesicht. Gut, die Hydro-Hypostase anzugreifen mit einem mit Wasser ist natürlich auch Quatsch. Ich bin mal gespannt, wie hoch wir den Tick von Kokumi noch bekommen, wenn die auf Level 90 ist. Und wenn die richtig ausgestattet ist. So, 2. Das sollte auf jeden Fall reichen, oder? Dann ab nach Mondstadt. Mondstadt schmieden. Brauchen, glaube ich, noch von diesen Wasserdingern. Ich glaube 5. Ist das Stufe 5? So, Figuren. Kukumi, wir brauchen diese hier. Okay, Beute von Orkanide ab Level 75 haben wir jetzt nicht. So, Hydro-Hypostase hat auf jeden Fall nicht gegönnt. Also müssen wir herstellen. Animo von den Teilen da. Die hier. So, einen kann man da auf jeden Fall schon mal machen. So, wie viel können wir davon machen? Also nicht so viele, oder? Okay, machen wir davon. 6. Hiervon gibt es 7. Wie viel brauchen wir für den großen? Hier kein Bonus.
Ja, Sucker Rose, wo bist du denn? Kein Bonus. So, komm, zwei brauchen wir noch. Oh, das ist close, ja. Das ist close. Okay, das dürfte es gewesen sein. Kokomi 90. Da-da-da-da. Wupp. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Guck mal, die Max-LP von Kokumi ist halt auch schon groß, ne? 28.000, ey, hat sonst keiner. Nicht mal Klee. So. Sehr cool. Dann schließen wir das heute ab. Kokumi auf 90. Und dann geht's weiter mit den Weltaufträgen.